Schlafen waren wir nicht, wir sind voll nass. Dann betrifft es mich ja auch, weil ich ja da genauso drinnen bin wie du. Hey, siehst du das da hinten? Setz uns da hin, ich brauche unbedingt eine Pause. Ja gut, du musst gleich mal Zeit. Oh, meine Füße. Bist du wieder? Nein, ich hab mir nicht wehtan. Meine Füße dann mal weh. Außerdem, wieso rauchst du schon wieder eine? Was sowieso egal ist. Ja, was egal? Ich will nicht sterben. Ja, an Lungenkrebs werden wir nicht sterben. Außerdem wissen wir nicht, ob die anderen überhaupt gestorben sind. Sie verschwinden einfach und wachen woanders auf. Ich glaube, sie sterben alle. Aber es sind keine Leichen da oder kein Blut. Ich glaube, sie sind alle schon tot. Sie sind alle weg. Wann haben wir den letzten Menschen gesehen hier, bitte? Ha? Also bevor ich dich getroffen habe, habe ich einen Monat davor noch einen getroffen. Ja, der hat Pech gehabt. Der ist da in einer Felsenklippe runtergeflogen und hat sich den Fuß gebrochen. Nee, es ist einfach jetzt gerade alles so unglaublich anstrengend. Die ganzen letzten Wochen waren echt arg. Ständig auf Achsen. Aber mir geht's eigentlich gut. Ich habe nicht irgendwie das Gefühl, dass es mir schlecht geht. Wenn du sagst, dass dir gut geht, das glaube ich dir nicht. Ja, körperlich geht's noch nicht gut. Aber ich fühle mich nicht irgendwie unglücklicher als sonst. Ich schaue jetzt gerade wieder so arg aus. Ja, ich brauch dir nur in die Augen schauen. Das ist eigentlich so riesige Tränen, sag ich ja. Deine, die Augen. Du hast irgendwie das Funkeln in den Augen verloren. Du Arsch, ja? Das hat der andere Typ auch gemeint, wo ich gesagt habe, dass ich ihn einfach jetzt liegen lasse. Dass du ein Arsch bist. Ja, so irgendwas. Hey, nimmst du jetzt deinen Rucksack? Ja, kann ich machen. Wenn ich mal deinen Fuß brich, was machen wir denn dann, ha? Hey, ich lass dich liegen. Nee. Mein Fuß ist schon wieder draußen, verdammt. Du musst echt mehr aufpassen, wenn du da einen Fehler machst, wirst du auch verschwinden. Ja, aber das ist eh nur so ein bisschen. Oder? Man, das wird mir. Ich weiß nicht, da ich will es nicht drauf ankommen lassen. Und wenn du jetzt einen Fehler machst, dann reißt du mich auch mit. Ist gut. Kannst du dich nur erinnern, wo der Papa noch gelebt hat? Und da hat er mal eine Strafe von der Polizei gekriegt, wo er dann der Polizei einen Brief geschrieben hat und wo er dann extra seinen schönen Doktortitel erwähnt hat. Er hat es voll ausgenutzt, dass er dann hinschreiben kann, Doktor, Magister, bla bla bla, ich fahre immer langsam. Na, jetzt sieht man eh, was ihm geholfen hat. Sein Doktortitel war so stolz und er ist genauso verschwunden wie alle anderen. Das heißt, wir müssen durch das Moor. Ja, oder wir könnten es da aus dem Wald. Und dann haben wir noch mehr einen Wald. Den Fluss entlang, durch den Wald nochmal oder gleich durch, aber durch ist kürzer. Da hat der Kreis angefangen, geht da bis zur Hand, dann dürft ihr seinen Pulver runter.
sagen. Und es gehen eigentlich nur Spuren hin. Also er dürfte auch verschwunden sein. Tina?